Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Yeah. Watch Dogs. Ist ein tapferer Junge. Wir sind immer noch auf unserer Yacht und versuchen jetzt irgendwie mal anzulegen. Er akzeptiert nicht einfach an. Ich glaube, so langsam ist das Ding auch im Arsch. Gerade haben die ein Gespräch angefangen zwischen Damien, der meine Schwester gekidnappt hat, und ey, jetzt geht das auch nicht. Okay. Jedenfalls geht's ihr gut. Sie möchte abgeholt werden. Dann habe ich den Hebel. Und dann? Sie möchte unbedingt abgeholt werden. Allerdings sind wir noch nicht mit Damien quitt, obwohl wir ihm die IP-Adresse gegeben haben oder irgendwie sowas in der Art. Naja, wie dem auch sei. Dann kommen halt noch ein paar Aufträge mehr. Jawohl. So, was haben wir denn für eine nächste Mission? Untergetaucht ist die nächste Mission. Wollen wir untertauchen? Sind wir das nicht schon? Ich glaube, wir sind doch unbekannt, oder nicht? Mehr oder weniger zumindest. Verlassen wir den komischen Bunker. Nee, wir gehen erst rein. So, gehen wir zu unserer Fotze. Fotzenfreunde. Alles in Ordnung? Hab nicht viel bekommen. Der Upload wurde unterbrochen. Mist. Ich wusste es. Okay. Ja. Dann muss ich wohl selbst da rein. Bist du verrückt? Selbst wenn du da reinkommst, hilft es uns nicht. Es ist verschlüsselt. Was erwartest du von mir? Damien hat Niki. Soll ich ihm sagen, behalt sie ruhig? Natürlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Oh, jetzt gibt's eine dicke Schießerei, oder was? Ich werde es ihm nicht geben, bevor ich nicht weiß, was es ist. Man kann Damien nicht trauen. Das weiß ich. Also gut. Lass uns eins nach dem anderen angehen. Okay? Wenn ich die Infos beschaffe, kannst du sie entschlüsseln? Nein, das ist zu hoch für mich. So, eine Sekunde. Und wer dann? Was ist mit diesem Verrückten? Tobias, der hat doch hier gearbeitet. Okay, Tobias, dem wir diesen Schalter für die Brücke weggenommen haben, oder der uns den gegeben hat. Sorry. Okay. Wow. Wow. Raymond Kenny. Das ist unser Mann. Er war ein Software-Ingenieur und am Start von CTOS beteiligt. Von ihm ist die Verschlüsselung. Der Autor hat bestimmt eine Backdoor. Er kann es entschlüsseln? Kenny ist verdammt gut. Dieser Raum ist bestimmt von ihm. Er ist genial. Nein, er ist eine Legende. Und Legenden sind nicht einfach zu finden? Er ist untergetaucht. Über ein Jahr hat man nichts von ihm gehört. Oh, irgendwo muss er ja sein. Ja. Okay. Jeder hat seine Online-Geschichte. Der untergetaucht ist. Da fangen wir an. Wir suchen seinen letzten Aufenthaltsort und sehen weiter. Er ist seit einem Jahr weg. Da gibt es noch eine Spur. Da. Er hat seine Spuren sehr gut verwischt. Aber er ist mehrmals durch einen Standort gebounced. Wir verfolgen es zurück und finden den Ort? Theoretisch ja. Du musst den Ort erreichen und mich mit dem Computer verbinden. Dann starte ich die Suche aus dem Bunker. Und wir haben Ken. Wie auch immer, was soll man die gerade gelabert haben? Irgendwas wollen sie wieder hacken oder so. Und dann haben wir den Kenny. Wer auch immer Kenny ist. Auf jeden Fall haben wir den dann. Ey, wie geht man hier nochmal raus? Da? Ne. Hier gehen wir raus. Ja, den Kenny, den suchen wir jetzt. Den wollen wir finden, obwohl der schon eine ganze Weile abgetaucht ist. Untergetaucht. Cool, ich wusste gar nicht, dass da ein Fenster ist. Naja, obwohl er halt untergetaucht ist, sollen wir den anhand diverser Spuren, Internet-Online-Spuren und so was, ne, zurückverfolgen können. Dann gehen wir mal auf der Karte gucken, wo wir hin müssen. Nach unten müssen wir. Boah, ganz schönes Stückchen, ey. Ja, das geht schnell. Zack, Music. Turn Music off. Offerkoffer.
Komm, Brücke, beweg deinen Arsch. Wenn wir Kenny aufspüren, musst du vorsichtig sein. Ja, ich bin immer vorsichtig. Er ist ein sehr gefährlicher Mann. Gefährlich, ja. Und seine Geschichte? Er ist ein Bloom-Whistleblower. Oder ein Cyberterrorist. Whistleblower? Je nachdem, wen man fragt. Er übermittelte seine Nachricht mit einem Stromausfall im Stadion. Langsam wird das hier auf jeden Fall crazy, die Scheiße. 2003. Nicht nur New York, das war fast der ganze Nordosten. Es kam auch ein paar ums Leben. Er tötete 11 Menschen. Sie nannten es einen Softwarefehler. Und was war seine Nachricht? Kenny versuchte, alle zu warnen. Er traute niemandem bei Bloom intern. Aber ich glaube nicht, dass er mit Toten rechnete. Jetzt versteckt er sich. Und wir sind dabei, ihn zu finden. Dein Zielort ist der Endpunkt von Raymonds letztem Signal. Und Hacker verstecken ihre Standorte, indem sie ihre Pakete durch Botnets routen. Ja, ist ein guter Trick. Ey, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der gerade hier nichts rafft. Ein Signal um den halben Globus. Wenn das Signal in China oder sonst wo in der Welt endet, haben wir ein Problem. Nein, er ist hier. Egal, ob er untergetaucht ist. Ja, der Kenny ist wahrscheinlich immer schon dran vorbeigefahren, ey. So ein Quatsch. Und etwas sagt mir, dass er in der Nähe bleiben wird. Vielleicht. Aber wenn er sich in Chicago aufhält, warum war es so ruhig um ihn? Er ist nicht der Typ, der abwartet und Tee trinkt. Er hat Menschen auf dem Gewissen. Ist sicher. Was hat er denn gemacht, der Kenny? Ich blick's nicht. Ein guter Grund, unterzutauchen. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall da. Hacken uns in diesen komischen PC da rein. Ne, und das war's dann wahrscheinlich auch schon. Es könnte ein Problem geben. Ich empfange eine Menge Gerede über Raymond Kenny. Das ist seltsam. Ich dachte, der wäre ein Jahr nicht aufgetaucht. Wir haben wohl jemanden alarmiert, als ich Raymonds Signal entdeckte. Na, dann werden wir also erwartet. Okay. Ja, so schön. Und nu? Hier ist doch keiner. Dann fahren wir. Gehen wir doch mal ein Stückchen weiter, Mensch. Oh, da ist einer. Pass auf, jetzt machen wir das mal ganz geschickt. Wir bomben erstmal ein paar Leute hoch. Da ist einer, ne? Pass auf, der geht jetzt darüber und dann ist er weg. So ein lahmer Auftrag. Sehe die Zicken bei der Bezahlung. Hm? Nee, nicht wirklich. Das klappt nicht. Gucken wir uns das Gebiet erstmal an, was hier so gibt. Den Pimmern, den können wir umbringen, ohne dass was passiert wahrscheinlich. So. Da sind noch welche. Egal, da passiert erstmal nichts. Wir gehen Stück für Stück vor. Wen im Auge behalten? Bescheuert? Nichts, worum man sich Sorgen machen müsste. Oh oh. Seid doch der Hut! Da war einer, den hab ich gar nicht gesehen. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, ey. So, zwei Headshots, keiner hat was alarmiert. Alles gut. So, weiter im Text. Wir sind doch mittlerweile schon Halbprofis. Sprengen. Zwei sind da. Ich muss irgendwie in das Häuschen da rein, ne? Geh ich da rein. Wen hast du gesehen? Bist du behindert? Haltet die Augen offen. Ich brauche echt Hilfe! Schon dabei! Wieso sind die so behindert? Boah. Zack, zack, alle kaputt oder was? Wo sind die denn auf einmal? Da hinten ist einer. Oh, Scheiße. So, und noch der eine da hinten. Na komm, raus. Ey, willst du mich verarschen? Meine Fresse. So, dann haben wir das so ganz einfach geschafft, oder? Und nu? Scheiße, jemand ist da was dran. Machen wir lieber schnell. Wonach suche ich? Verbinde mich mit dem Computer. Ich starte dann die Suche aus dem Bunker.
Welchen Computer? Da kommen bestimmt noch mehr. Habe ich schon nachgeladen? Ja. Boah, ein ganz alter Rechner. Leck mich am Arsch. Wow. Sehr oldschool. Ja. Kein Wunder, dass die Cops den Club nicht klein kriegen. Wir kriegen aber klein. Wir sind nämlich keine Cops. Wir sind nämlich... Keine Ahnung, was wir sind. Rächer. Oder so. Oder... Clara. Er ist online. Alter, da sind schon wieder rote Punkte, ne? Warte mal. Ich habe jetzt eine Frau, ne? Hey! Geh da lang. Da hat's. So, einer weg. Headshot! Da hinten ist noch einer. Ja? Willst du sterben? Willst du sterben? Detroit, Pensacola, Montreal, New York. So, ich muss hier ein bisschen aufpassen, Alter. So, da ist noch einer hier links. Er versucht zu fliehen, halt die Schnauze. Heute besser im Bett geblieben, was? Ich weiß gar nicht, wo die Leute hier sind, alle. Jetzt oder oh, da oben ist einer. Ich weiß noch nicht, wie ich mich jetzt hier wieder... Ich wette, du wärst lieber nicht hergekommen. Also zwei sind da oben. Die kann ich jetzt vielleicht von hinten killen. Wo ist denn diese Leiter? Pack endlich ein! Da oben sind zwei, ne? Gib auf! Ich greif jetzt an! Hat mich wieder einer gesehen, ja? Sorgst du, wie du hier wieder rauskommst? Ich hab's! Los! Ich decke euch! Super! Ich liege hier unter Beschuss! So! Einer weniger! Da! Holt ihn! Ah, Scheiße! Doch nicht. Oder? Achtung! So, der ist auf jeden Fall tot, ne? Der nächste ist der da. Du bist am Arsch. Komm her. Bist du mal tot langsam? Leck mich fett, ey. Und schon wieder weglaufen. Ey, das kotzt mich so an. Die Figuren so ein Bomben, das gibt's ja gar nicht. Scheiße. Ja, wenn du mit deinen... Ey, ficken. So. Oh, oh. Boah. Bitte sag mir, dass wir es haben. Ist noch dabei. Ich muss irgendwie jetzt hier raus. Ich bin fast gestorben, verdammte Scheiße, ey. Boah. Leck mich am Arsch, ey. Ich weiß nicht, was ich gerade gemacht habe. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder da, wo ich eben schon mal war. Hey. Mach's dir nicht schwerer als nötig und komm raus, okay? Da ist einer. Ich hab doch was gesehen. Sieh nach. Diese Deckung. So, einer weniger. Daten werden abgerufen. Das mache ich halt immer noch. So, Headshot. Und da sind schon wieder welche. Ach, ich muss das nur aushalten hier. Bis 100. Alle Fixer töten. Ja, kein Problem. Set Mode minus 1. Und da ist der letzte da hinten. Irgendwo. Ah, da. Ich hab sie getötet. Bin ein paar Mal fast gestorben, aber. Horny. Was Besseres ist dir nicht eingefallen, Ray? Ich lösche die Festplatte besser. Keiner sonst darf Kenny aufspüren. So, Geld, Geld, Geld. Wo muss ich hin? Wieder zu diesem hässlichen Oldschool-Rechner. Überall liegen Sachen, ne?
Keine Ahnung, wofür das mal gut ist. Auf jeden Fall benutzen wir jetzt diesen wunderschönen Rechner. Nochmal. Scheiße, ihr haut ab. Ihr habt Infos zu Kenny. Jetzt läuft der Kenny weg vor uns. Nee, der, einer, der Infos zu Kenny hat. Ich weiß, schon dabei. Ich knipp sie aus. Ich mach alles. Gib mir nur eine Karre, dann bin ich direkt weg, ey. Da ist ein Mustang. Fake. Ja, ist mir klar, dass sie hier kommt. Was soll ich machen? Soll ich fliegen oder was? Oh nee. So. Wir sind schon fast hinter denen. Nehmen jetzt natürlich dann die Abkürzung. So, ne? Ausschalten. Ach, das ist doch wohl mal kein Thema, oder? Das machen wir mit langs. Der fährt falsch rum die Auffahrt hoch, ist der geil, ey. Aber auf der Auffahrt, der schiebt uns die Autos vor. Achtung, es gibt eine Hochgeschwindigkeitsverfolgung im laufenden Verkehr. Ein LKW ist involviert. Wir brauchen Einheiten vor Ort. Guck dich das mal an, der fährt einfach alle weg. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommt noch die Polizei hinter uns hier, dann gehe ich auch kaputt. Ey. Die fährt im Gegenverkehr einfach durch die Mitte. Ist der nicht geil? Guck, und jetzt hat uns die Polizei gleich. Das heißt, ich muss ihn jetzt am besten schon ausschalten, ne? An alle Einheiten. Erfolgreich, Verdächtiger lokalisiert und wie soll ich den denn anhalten, wenn der hier... Ey, guckt euch das mal an. Das gibt's ja gar nicht. Nur hinterherfahren und darauf warten, dass der irgendwann kaputt ist, oder was? Ist ja gar nicht. Sind die Bullen noch hinter mir her, obwohl ich gar nichts damit zu tun habe eigentlich. Ich mach gar nichts. Außer den Verfolgen. Der rammt hier alle weg. Der hat bestimmt schon Schaden von 1 Million Euro gemacht. Mehr. Ich klopf mal an. Alter Vater, ey. Halt! Oder wir werden schießen! Ja, schieß doch. Kann man auch nicht aus dem Auto schießen. Das ist so behindert, das Spiel. Der hört erst auf, wenn wir ihn zwingen. Los, rammen wir ihn. Versuch das doch. Mein Auto ist gleich eh im Arsch. Ihn irgendwie neutralisieren können gleich. Oh, oh, das war nicht schlau. Das war absolut nicht schlau. Boah. Gerade noch die Kurve gekriegt. Ich glaube, ich explodiere gleich einfach. Verpiss dich! Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, ne? Mein Auto ist gleich so im Sack. Ich muss mir schon mal ein neues suchen am besten, ey. Ich hab Probleme! Halt! Sofort! Ja, was soll ich machen? An alle Einheiten! Der Verdächtige hat den Wagen abgestellt! Augen offen! Ja, schalte ich aus! Komm schon bitte durch? Nein. Ja, sorry, Polizeimann, ey. Ja, ist mir klar, dass ich fast... Was soll ich machen? Straßensperre mit Helikopter, ey. Den kriege ich nie wieder. Der ist weg. Komm schon. Nein. 200. Das wird weniger, aber... Habe ich noch geschafft? Ein bisschen langsames Auto. Das ist noch ganz. Haltet mal das fette Gefährt da vorne an, ihr Wichser, ey. Seid ihr behindert? Und? Wo ist denn der? Ist der tot? Entkommen Sie. Ja, der ist gestorben. Ich glaube, die Bullen haben den umgebracht. Jetzt brauche ich nur eine schnelle Kiste. Also nicht das, was ich jetzt habe. Boah. Oh mein Gott.
Es tut mir wirklich leid, dass ich euch alle umbringe hier. So. Nein! Das hat letztes Mal auch so gut geklappt. Okay, dann machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir holen uns einfach irgendeinen Rennwagen. Gibt's doch gar nicht. Ich ramme ihn, bleib dran. Leitstelle, brauchen Sie DOS-Zugang. Ja, ja, das ist schön. So ein Gimmick ist schön, ne? Wenn man sowas kann. Ich hab keine Ahnung, wo ich hierher fahre, ne? Das ist ja krass, ey. Keine Ahnung. Scheiße. Fuck, ey, und jetzt? Wie komme ich denn hier wieder raus? Ich bin gefangen. Ich bin gefangen. Oh, ich komme hier raus. Wir brauchen hier ein CTOS. Jetzt kann ich mir ein neues Auto holen. Oh, hier sind ganz viele. Da ist ein schnelles, glaube ich. Jo. Und jetzt ab auf den Highway und dann gib ihm, ey. Scheiß auf alles. Was soll immer das hier für eine Karre ist, gefällt mir jetzt schon. Außer Sandy. So, liebe Leute. Jetzt ist es nur eine Frage der Zeit. Direkte Pullerei ist weg. Hier haben wir jetzt schon abgehangen. Die Kurve kommen irgendwie. Da ist die Straßensperre. Jetzt hab ich mehr. Leitstelle, brauchen Sie DOS-Zugang. Wer hat die ausgefahren? Ja, ich, du bist auch doof, ne? So! Was machen wir jetzt? Unser Akku ist leer vom Handy. Wir haben nicht, so, nicht mehr so viele Möglichkeiten. Boah, ich hab gerade auf den Radar geguckt. Aber wir haben es jetzt gleich hinter uns. Nein. Die haben uns nicht erwischt. Wir kommen jetzt hier. Entkommen jetzt wahrscheinlich. Boah. Das war nochmal nervenaufreibend jetzt, ey. So, liebe Leute, wir haben es geschafft! Leitstelle, Verdächtiger ist weg, wir brechen ab und kommen zurück. Flucht erfolgreich, sehr gut. Das haben wir echt gut gemacht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Mission wieder. Dieses Gespräch kriegt ihr wie immer in der nächsten Folge mit. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniert unseren Channel, bitte. Vielen Dank, bis dann.